Christian Lindner hat im nordrhein-westfälischen Landtag wieder eine emotionale Brandrede gehalten, die nun viral geht. Diesmal hat sich der FDP-Vorsitzende die rechtspopulistische AfD vorgeknüpft. Wir sehen doch, dass überall in Europa die Rechts- und Linkspopulisten wachsen. Natürlich steht Europa vor großen Herausforderungen. Ist doch klar, Eurokrise, Flüchtlingskrise, auch die nicht problemlösungsfähigen Strukturen in Europa. Das besorgt mich aber weniger. Denn im Zweifel wird Europa mit Eurokrise, Flüchtlingskrise und mit seinen strukturellen Problemen fertig werden. Das Problem sind die Rechtspopulisten. Denn wenn eins die Grundfesten der europäischen Einigung erschüttert, dann wäre das, wenn wieder mit nationaler Abschottung Politik gemacht werden würde. Und dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren. Hier in Deutschland hat die AfD sich von den Bürgerlichen getrennt, um radikaler sein zu können. Die sprechen, wie das ja gesagt worden, Herr Römer, haben Sie zitiert, vom Schießbefehl an der deutschen Grenze. Die sprechen vom Begriff der Volksgemeinschaft, als sei das noch eine kulturelle, religiös oder ethnische Identität, mit der man wie vor 150 Jahren Politik machen könnte. Das sind autoritäre Begriffe. Sieht man ja auch daran, dass die mehr Verständnis für Putin als für Obama haben. Das ist eine Partei, die allen Ernstes wieder rassetheoretische Redner in ihren Reihen toleriert. Der Gauland von denen sagt, die aktuelle Krise, die Flüchtlingskrise, sei ein Geschenk für seine Partei. Wenn es ein ungeschriebenes Kapitel des Grundgesetzes gibt, das eine historische Lehre aus 1945 enthält, dann doch diese. Eine Partei, die wieder völkisch denkt, die Rassepolitik macht und die Krisen nicht lösen will, sondern die Krisen geradezu herbeisehen. Eine solche Partei darf in Deutschland niemals mehr politische Bedeutung erlangen. So, und Frau Ministerpräsidentin, was Sie in dieser Lage geritten hat, öffentlich zu erklären, Sie wollen nicht mit der AfD diskutieren, erschließt sich mir nicht. Muss ich Ihnen wirklich sagen, ist für mich völlig unverständlich, was Sie da geritten hat. Zunächst mal halte ich es ohnehin für ein demokratisches Problem, wenn die Regierung öffentlich entscheidet, mit wem sie spricht und mit wem nicht. Schon ein bisschen ein merkwürdiges Debattenverständnis. Aber, Frau Ministerpräsidentin, merken Sie nicht, welche Macht Sie der AfD geben, wenn Sie die zu einem solchen Faktor hochjatzen, dass Sie sich über ein Jahr vor der NRW-Landtagswahl damit auseinandersetzen, ob Sie mit denen in ein wie auch immer geartetes TV-Duell oder eine Debatte geben. Sie machen die groß damit. Sie machen die zu einem Faktor damit. Ja gut, Armin, ihr von der CDU setzt euch ja auch permanent mit denen auseinander. Der Punkt ist doch, wenn wir uns das anschauen, natürlich ist das eine Bedrohung, aber im Vergleich zum europäischen Ausland, trotz einer Flüchtlingskrise am Anschlag, maximaler Nervosität, sind die eben nicht ein bestimmender Faktor unserer Politik und sind in den Umfragen eben nicht bärenstark wie sonst im europäischen Ausland. Das heißt also doch, dass das demokratische Immunsystem unserer Gesellschaft im Prinzip funktioniert. Und darauf können wir doch stolz sein, dass die keinen Siegeszug haben wie in Frankreich. Also, Frau Kraft, geben Sie denen doch nicht, ich bin gleich am Ende, Frau Präsidentin, geben Sie denen doch nicht einen Märtyrerstatus, indem Sie öffentlich den Eindruck erwecken, Sie würden sich vor der Auseinandersetzung mit denen fürchten. Irgendjemand hätte etwas zu befürchten, wenn er mit der AfD in die Debatte geht. Als wenn die im Fernsehen sind, die sich nicht selbst sofort entzaubern würden, weil sie keine Substanz haben. Also müsste man eigentlich denen möglichst viele Gelegenheiten verschaffen, sich öffentlich zu blamieren und argumentativ gestellt zu werden. Das ist die Souveränität, die Gelassenheit und die Substanz, die ich mir von einer Regierungschefin in der Frage erwarte. Also lasst uns die nicht zu groß machen, in der Sache bekämpfen, aber keinen Märtyrerstatus geben und vor allen Dingen an den Problemen arbeiten. Ich sage noch einmal, Rechtspopulisten macht man mit Blockade und Schuldzuweisung einer Regierung groß, mit Problemlösung macht man sie wieder klein. Das erwarte ich in Düsseldorf und in Berlin von denen, die Verantwortung tragen.